Paukenschlag auf dem Betzenberg. Der erste FC Kaiserslautern trennt sich von seinem langjährigen Wegbegleiter und Vorstandsvorsitzenden Stefan Kunz. Der erste FC Kaiserslautern und sein Vorstandsvorsitzender Stefan Kunz haben sich einvernehmlich auf eine vorzeitige Beendigung seines Vertrages, der bis Ende 2017 geht, geeinigt. Stefan Kunz wird den Verein am Ende der laufenden Saison 15/16 verlassen. Zur Begründung für diesen Schritt gibt es aus Sicht des Aufsichtsrats Folgendes zu sagen. In den vergangenen Wochen und vor allen Dingen im Hinblick auf eventuelle Wintertransfers ist deutlich geworden, dass wir, der Aufsichtsrat des FCK und Stefan Kunz, unterschiedliche Ansichten haben und auch einen unterschiedlichen strategischen Ansatz verfolgen. Der Aufsichtsrat bevorzugt zum jetzigen Zeitpunkt eine Variante, wo es darum geht, Kräfte zu sammeln und das Beste aus dem existierenden Kader herauszuholen. Kunz betonte, dass die Entscheidung im Sinne des Vereins getroffen worden sei. Zum jetzigen Zeitpunkt bleibe dem Verein genug Zeit, sich personell neu aufzustellen. Da muss man ganz in Ruhe, da muss man die Person in den Hintergrund stellen und muss dann sagen, was ist das Beste für den ersten FC Kaiserslautern. Und so sind wir zu der Entscheidung gekommen, dass es dann besser ist, wenn man sich trennt. Wohin es Stefan Kunz nach seinen vielen Jahren auf dem Betzenberg verschlägt, steht noch nicht fest. Und dann auch mal sich selber wieder zu erden, so diese 8 Jahre, wenn man dann auch ein gewisses Alter erreicht, tut immer ein bisschen langsam machen und ein bisschen Pause dann ganz gut, um auch selber mal zu überlegen, wie es weitergehen soll. Wer den Platz von Kunz einnehmen wird, ist noch nicht bekannt.